bin ich heute. Bestimmt nicht dabei. Um das heute zu machen? Nein. Nein. Spaß beiseite. Ich bleibe noch ein Weilchen halten. Ich bin heute in einem Kies... Oh, jetzt muss ich nochmal nachschauen. Kieswerk... Kieswasch und einer Kohlebeschichtungsanlage. Achtung, das ist jetzt nicht dieses Lost Places im eigentlichen Sinne. Es ist, wir dachten es ursprünglich, dass es halt einfach ein Lost Places ist. Allerdings ist es eine Sehenswürdigkeit. Eine sehr, sehr schöne. 20. Wusste man, dass die Region Leipzig, wo wir gerade sind, eine Braunkohle-Lagerstätte ist? Und 1920 wurde dafür ein Tagebau errichtet. Dieser Tagebau, der wurde 1929 wegen den Grundwasserproblemen wieder eingestellt. Und es ist auch zu. Das war nämlich das Gebäude, was die Braunkohle und auch den Kies ausgewaschen hat, wie halt einfach auch der Name sagt. Wir sind gerade in, ja, in dem, wo alles rausgekommen ist. Ich zeige euch gleich, wie oben die Luken gewesen sind und oben wurde es ausgewaschen. Da! Zudem steht nämlich das Gebäude auch komplett leer. Es wird gar nicht mehr benutzt. Es ist einfach nur noch ein Denkmal bei Rügen, was einfach nur noch daran erinnert. Nicht mal die DDR, die hatte irgendwie Lust gehabt, noch das Gebäude zu verwenden, obwohl es parallel der Bahnschiene ist und naja, man wollte es einfach nicht mehr. Man hat es auch nicht mehr getan. Und es wurde von 1958 bis 1966 zum Bergbauschutzgebiet erklärt. Das heißt, es durfte nichts mehr gebaut werden. Es ist andere Gebäude sowieso nicht und es war nur Bergwerk. Anfang 2006 gab die Mitteldeutsche Braunkohlegesellschaft bekannt, dass sie Probebohrungen an der Kohlequalität heute machen werden. Und in der Nachbargemeinde Sösen wollen auch diese durchführen werden. Die Einwohner von Sösen an der Dieving mit Protesten an. Die Proteste, die gingen über ein Jahr und zum Schluss wurde der Tagebau auch nicht mehr irgendwie benutzt oder irgendwie noch mehr angestrebt. Es wurde aus diesem alten Tagebau bei Sösen eine Gemarkung für die Stadt Lützen gemacht, die eine internationale europäische Geschichts- und Kulturregion nun hat. Aus dem Grund steht auch dieses Gebäude. Und mit einer Mehrheit von 64% der stimmberechtigten Einwohner wurden die Probebohrungen eingestellt und das Projekt wurde direkt vom Wirtschaftsminister in Sachsen-Anhalt von Rainer Haseloff auch entschieden, dass es an ACTA gelegt wird. Seitdem ist dieses Gebäude, was wir heute sehen, einfach nur noch ein Baudenkmal. Ein Denkmal, was noch an die gute alte Zeit irgendwie erinnert. Und wenn man mal überlegt, das ist diesmal ein Gebäude von der Weimarer Republik. Sonst haben wir eigentlich meist immer vom Kaiserreich oder noch von Führerzeiten welche. So, ich würde sagen, ich mache jetzt mal hier Schluss. Es ist mal ein komplett anderes Video gewesen. Ein hochinformatives Video, was mal, ja, macht. Es ist halt einfach kein Lost Places in dem eigentlichen Sinne, so wie wir es kennen. Es ist schon wie ein Lost Places. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert es. Abonniert einfach den Kanal. Ich würde mich freuen. Dann kann ich noch mehr solche Art von Videos bringen. Schreibt es einfach in die Kommentare, was ihr euch wünscht, was ihr wollt. Ich mache es. Bye, bye.